Ach ja, das schöne Thema Minifiguren. Es geht uns alle was an, wenn wir diese sammeln. Und wenn ihr da draußen nur so ein kleines bisschen wie ich seid, habt ihr das Problem, dass ihr eure Minifiguren nicht vernünftig ausstellen könnt, geschweige denn sie korrekt lagern könnt. Vielleicht aber auch keinen Platz dafür habt. Und dieses ganze Thema möchte ich jetzt mal mit diesem Video aufarbeiten, auf einen Wunsch aus der Community hinaus. Denn der gute Marc, der Brick Magier, hat mal gefragt, könntest du mal ein Video machen, welche Vitrine man sich für Minifiguren oder Sets besorgen sollte. Heute explizit in diesem Video geht es mal um Vitrinen, Kästen explizit nur für Minifiguren. Für Sets gibt es dann nochmal später ein separates Video. Zudem werde ich dieses Thema heute in zwei Arten teilen und einmal Minifiguren Aufbewahrung und Minifiguren ausstellen. Wesentlich unspektakulär ist auf jeden Fall das Minifiguren Aufbewahren. Fangen wir damit am besten gleich mal an. Ich für meinen Teil lagere aktuell meine Minifiguren zum Großteil in einem separaten Fach und das auch nach Fraktionen geordnet in kleineren Plastikbeuteln. Und wenn ich mal eine spezielle Figur brauche, brauche ich einfach nur diesen einen Beutel rauszuziehen und dann dort nur noch drinnen herumwühlen und suchen. Diese Beutel gibt es für echt sehr, sehr wenig Geld auf Amazon und gerade für Anfänger im Bereich des Sortierens ist das sehr, sehr gut geeignet. Die Beutel nehmen nicht viel Platz weg, sie schützen sogar noch nebenbei die Figuren. Besser geht's doch eigentlich gar nicht. Eine zweite, aber wesentlich Platz wegnehmendere Option wären hier diese Aufbauungsboxen. Schrägstrich-Sortiersysteme. Die gibt es für einen schmalen Taler auf Amazon oder an jedem x-beliebigen Baumarkt. Schaut da einfach mal nach. Normalerweise nutzt man ja so eine Fächer für Schrauben oder Unterlegscheiben. Zum Sortieren von Minifiguren machen die sich aber auch hervorragend. Vor allem, wenn man das richtige Sortiersystem kauft, dann hat man auch mehrere große Fächer, sodass man dann einfach seine Droidenarmee aufbewahren kann und in dem anderen Fach seine ganzen Klontrooper. Ich selber bin von solchen großen Sortierboxen echt begeistert und wollte mir schon immer welche zulegen, aber irgendwie hat das Geld bisher dafür nicht erreicht. Steht auf jeden Fall aber im Punkto der Minifiguren Aufbewahrung bei mir ganz weit oben. Machen wir weiter mit dem wesentlich spannenderen Thema und zwar die Minifiguren-Ausstellung. Und hier habe ich einen kleinen persönlichen Favoriten und zwar bin ich ein extremer Fan von den Lego-Vitrinen, also explizite Vitrinen, die eben bei Lego zu kaufen gibt. Die sind zwar teuer, sehen aber schön aus und das Tolle ist an dem, man kann die halt auch übereinander stapeln. Auf der Rückseite sind sogar noch Löcher, womit ihr die an die Wand aufhängen könnt. Und für jede einzelne Minifigur gibt es auch nochmal eine separate Platte der Klontrooper und bin mit denen vollkommen zufrieden. Eine kleine Edition hier wäre übrigens nochmal dieses Panel hier, dieses 1x2x1 with rounded corners and center divider. Diese sind wesentlich schoner für die Beine der Minifiguren, als wenn ihr die nur so auf die Studs drauf macht. Und die Teile kosten echt nicht viel, die kann man gut in Masse kaufen. Ich selber möchte diese Teile sehr, sehr gerne noch nachrüsten in meinen Minifiguren-Vitrinen. Gerade bei wertvolleren Figuren hätte man es ja auch gerne, dass der Torso nicht crackt. Vor allem bei älteren Minifiguren passiert das ja mal ganz gerne. Ein ähnliches Konzept zu der Minifiguren-Vitrine sind hier diese Modelleisenbahn-Ausstellkästen. Die sind sehr, sehr langgezogen und sehr, sehr schmal. Im besten Fall hat so ein Kasten auch noch eine Glasscheibe davor und hier hat man eben die tolle Möglichkeit, seine Minifiguren individuell auf die einzelnen Ebenen mit entsprechenden Platten hinzustellen. Ein bisschen Abstand hier einhalten, ein bisschen Abstand da einhalten. Viele dieser Modelleisenbahnkästen sind auch aus Massivholz. Das bedeutet, man kann die noch nachträglich anstreichen, vielleicht in Schwarz, irgendwas Designfreundiges. Und nicht nur das, man kann auch diese Kästen mit LED-Stripes nachrüsten. Ich habe da mal vor ein paar Tagen so ein sehr, sehr gutes Video von Filmserien JS geschaut. Der hat da zum Beispiel so eine ähnliche Vitrine mit LED-Stripes ausgerüstet. Schaut euch dieses Video sehr, sehr gerne an. Es ist sehr empfehlenswert. Vielleicht ist ja dieses Konzept etwas für euch. Dann hätte ich hier noch eine etwas ausgefallenere Methode. Ich habe nämlich mal im Internet diese tollen Schweberahmen gefunden. Oder auch Displayrahmen genannt. Auf jeden Fall sind es halt transparente Displayrahmen mit einem Standwerk schon dazu. Die kann man aufmachen und man kann sich zwischen diesen Rahmen das Ganze wie eine doppellagige Folie vorstellen. Im Regelfall macht man da eben Münzen dazwischen oder was weiß ich. Aber es würde sich auch eben für Minifiguren gut anbieten, weil diese Folie flexibel ist. Auch eine sehr, sehr schonende Ausstellungsweise der Minifiguren wird dadurch gewährleistet, weil man auch die Minifigur in einzelnen Teilen dort hineinlegen kann. Also ganz unten die Beine, dann vielleicht so ein halber Zentimeter drüber den Torso und wieder ein halber Zentimeter drüber den Kopf, dass man sozusagen den Aufbau der Minifigur nachverfolgen kann. Ich selber spiele mit dem Gedanken, mir auf jeden Fall ein, zwei dieser Schweberahmen zuzulegen. Eventuell kann ich euch ja das in dem Vlog nochmal zeigen, wie das dann im Finish aussieht. Kommen wir noch zu einer letzten Methode, die ich in meiner Lego-Sammlungs-Anfangszeit sehr oft verwendet habe. Und zwar baut ihr euch einfach eine Minifiguren-Tribüne selber. Ich hatte in meiner Anfangsphase sehr, sehr viele schwarze Steine und Platten, bei denen ich nicht wirklich wusste, was ich damit anfangen soll. Und dann habe ich einfach so eine nette kleine Vitrine, wie hier zu sehen eben, aufgebaut. Und selbst wenn man die auf sein Regal stellt mit den entsprechenden Minifiguren, wie man es halt nachrüsten möchte, dann sieht das auch gut aus. Gerade wenn ihr da draußen noch in euren Kisten irgendwelche losen Steine rumzuliegen habt, mit denen man nichts weiß anzufangen, das
ist es, wenn ihr eure Minifiguren günstig, sehr, sehr günstig, beinahe gratis ausstellen wollt. Und schwarze Teile auf Bricklink kosten auch nicht die Welt. Und wenn man es ganz schick machen möchte, dann rüstet man eben auch eine Acrylvitrine noch nach. Da gibt es ja auch richtig kleine Acrylvitrinen, wo eben schon so eine Abstufung mit dabei ist. Kostet aber mehr, als wenn ihr euch jetzt aus den Teilen, die ihr zu Hause habt, selber was baut. Ja, Leute, und dann war es jetzt an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Methoden näher bringen. Vielleicht war auch die eine oder andere Methode dabei, die ihr vorher noch nicht kanntet. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr zur Minifiguren-Ausstellung/Aufbewahrung für Methoden verwendet oder welche ihr euch auf jeden Fall auch anschaffen wollt. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns morgen im großen Community-Woche-Finale. Bis dahin, ciao, ciao.